Ich weiß nicht, ob ihr diesen schönen Dom hier bzw. großen Sakralbau hinter mir erkennt, aber das ist die Rückseite des Meldorfer Domes. Und ich bin ja gerade so lang gelaufen und habe dann hier das Johann-Hinrich-Wichern-Haus hinter mir gesehen. Das ist das Gemeindehaus in Meldorf. Und dann habe ich mir so gedacht, das wäre doch eine prima Kulisse für ein Auftaktvideo zur Weihnachtszeit hier auf meinem YouTube-Kanal als erstes Video meines Adventskalenders. Denn mit der Geschichte des Adventskalenders und des Adventskranzes ist Johann Hinrich Wichern, nach dem dieses Haus benannt ist, sehr eng verbunden. Ja, und damit willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin, wie eingangs erwähnt, heute in Meldorf und hinter mir ist das Johann-Hinrich-Wichern-Haus. Ich habe zu der Person schon mal recherchiert und festgestellt, eigentlich hat er gar keinen direkten Bezug zu Meldorf, aber tatsächlich stammt er hier aus dem Norden, aus Hamburg, hat dort gelebt, hat dort ein Waisenhaus betrieben. In diesem Zusammenhang hat er den Adventskranz erfunden. Das war 1839. Damals hatte der Adventskranz 23 Kerzen, weil in jedem Jahr zwischen dem ersten Advent und Weihnachten 23 Tage waren. Für die Adventssonntage verwendete Wichern 4 große Kerzen, für die restlichen Tage jeweils kleine Kerzen. Bei dieser frühen Form eines Zeitmessers für die Adventszeit variierte jetzt die Zahl der Kerzen je nach Länge der Adventszeit zwischen 22 und 28 Kerzen. Damit wollte Wichern den Waisenkindern im sogenannten rauen Haus verdeutlichen, wie lange die Zeit bis Weihnachten ist, aber auch das Zählen selbst beibringen. Allerdings brachte Wichern auf diese Weise die Thematik eines Zeitmessers für den Advent in das Bewusstsein vieler Menschen. Als sie spätestens ab den 1950er Jahren auf 4 Kerzen reduziert wurden, setzten sich die Adventskränze auch in vielen Haushalten durch. Tatsächlich ist der Wichernkranz daher viel mehr ein Vorläufer des Adventskranzes als des Adventskalenders. Dieser ist möglicherweise sogar noch viel älter. Es gibt Hinweise darauf, dass schon Martin Luther mit seinen Kindern zusammen Adventskalender oder damit vergleichbare Produkte verwendet hat, ja, damit sie die Weihnachtszeit als kurze empfinden. Damals diente der Adventskalender hauptsächlich als Zählhilfe, vor allem für die Kinder, die Adventszeit möglichst zu verkürzen und auch die Tage zu beobachten. Denn auch Kalender in der heutigen Form gab es damals nicht. Man braucht dabei natürlich Unterstützung, um besonders Kindern, ja, die lange Fastenzeit, denn die Adventszeit war ja früher eine Fastenzeit, vor Weihnachten bewusst zu machen und auf kindliche Weise zu erleben. Und in vielen gewöhnlichen Haushalten, besonders in reicheren Kreisen, schlug das neue Thema, die neue Idee letztlich riesige Wellen, ja, sodass ab 1851 dann auch vermehrt gebastelte Adventskalender auftauchten. Das heißt, Adventskalender mit Türchen, wie wir sie heute kennen, ja, die teilweise damals noch von Hand gefertigt waren. Und erst ab Ende des 19. Jahrhunderts fing das dann an, dass sie auch professionell gedruckt wurden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Erwähnung des Adventskalenders im Roman Buddenbrocks von Thomas Mann, der erzählt, dass 1869 in der Familie der Buddenbrocks zum Weihnachtsfest ein Adventskalender benutzt wurde. Daraus kann man schließen, dass er möglicherweise selber in seiner Kindheit und Jugend bereits einen Adventskalender besaß, denn viele Teile der Geschichte sind auch autobiografisch. Im Jahr 1902 war Friedrich Tümpler so der Erste, der einen professionellen Adventskalender auf den Markt brachte, wo wirklich man im Geschäft Adventskalender kaufen konnte, ja, die dann in großen Mengen bedruckt wurden und nicht nur im kleinen Maßstab hergestellt. Ein frühes bekanntes Beispiel eines modernen Adventskalenders ist auch ein Adventskalender, der im Jahr 1904 in der Weihnachtsausgabe des Stuttgarter Tageblatts mitgegeben wurde. So konnte man dann mit dem Tageblatt am 1. Dezember einen Adventskalender mit Türchen bekommen, wo man sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten konnte. In der Weimarer Republik wurde das dann immer beliebter und kam immer mehr im gemeinen Volk an. Dadurch hat sich der Adventskalender dann aber besonders in Deutschland so stark etabliert, dass er nicht mehr wegzudenken war. Und ab den 1950er Jahren stand der Adventskalender dann für den Traum einer heilen Welt, dass man in der Weihnachtszeit sich darauf vorbereiten konnte, dass eine schöne neue Welt kommt, dass alles besser wird. Ja, und seitdem sind Adventskalendern keine Grenzen besetzt. Ja, und es nimmt immer mehr zu, dass viele interessante Themen an Adventskalender kommen. Wahrscheinlich gab es zu dieser Zeit dann die ersten Adventskalender mit Bildern aus Deutschland, die schöne
Ecken gezeigt haben, mit schönen Themen, mit freundlichen, fröhlichen Sprüchen, die eben eine schöne neue Welt verheißen haben. Etabliert sich in den letzten Jahren auch etwas ganz Neues, nämlich eben Adventskalender mit großen Türen an Häusern, wo die Fenster dann Türen sind, ja, wo dann an einem bestimmten Tag eine Tür aufgemacht wird, ja, oder eben auch Adventskalender, die über die ganze Stadt verteilt sind, wo verschiedene Häuser dann ein Türchen sind, wo dann Geschichten vorgelesen werden und besinnlich über die Weihnachtszeit nachgedacht wird. Ich finde diese Adventskalender-Tradition eine wunderbare Sache, denn damit kann man sich schön auf die Weihnachtszeit einstimmen und selbst in einer traurigen Zeit, wie vielleicht aktuell, trotzdem sich mit den schönen Dingen beschäftigen und sich schöne Sprüche aus der Bibel anhören. Denn meiner Meinung nach, egal wie religiös man ist, manchmal findet man in der Bibel Sprüche, die wir uns echt alle mal zu Herzen nehmen sollten. Für mich ist Weihnachten das Fest des Friedens und der Liebe und deshalb freue ich mich dieses Jahr auf die wunderbare Weihnachtszeit, die auf uns zukommen wird. Denn ich glaube, Liebe, Zuneigung und ein Traum vom Frieden ist genau das, was wir in schwierigen Zeiten brauchen. Deshalb besinnt euch auf die Weihnachtszeit, seid freundlich, friedlich und glücklich miteinander. So viel heute mal zum Thema Adventskalender. Wenn euch das wieder gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert natürlich den Kanal. Ich finde es hier immer wieder schön, nach Meldorf zu kommen. Und dafür, dass das bei mir um die Ecke liegt, bin ich viel zu selten hier. Deshalb hoffe ich, dass ich im nächsten Jahr 2024 vielleicht mal wieder öfter in Meldorf bin. Und vielleicht sieht man dann den einen oder anderen von euch in Meldorf. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Ach ja, hier zum Ende verlinke ich noch was zum Meldorfer Dom. Ciao!